Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine kleine Minecraft-Server-Vorstellung. Heute gehen wir auf den mcsw.me-Server. Wir joinen direkt mal drauf und haben Start-Equip. Das ist sehr gut. Was zu snacken gibt es auch. Im Chat steht, Besucher IKP ist zum ersten Mal dabei. Ganz kurz zum Server. Der Server besteht seit 2000, keine Ahnung was, 11 Jahre existiert der Server. Es ist ein Real Life and Survival Server mit Firmensystem, Heiratssystem, Events, momentan Adventskalender, Grundstücke gibt's. Es gibt keine Flat Worlds, das ist sehr gut. Es gibt Minispiele. Es gibt irgendein Ranking, ein Wirtschafts- und Steuersystem, User-Shops, Märkte, Firmen, Bahnhöfe, Türklingeln und Briefkästen, Lotterie und. Es gibt eine Webseite. Die Webseite und die Server-IP verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Erster Stern für den Spawn. Klein, aber fein. Absolutes No-Go. Diese Kack-Armor-Stands. Warum? So, 2010, 10 Jahre. Warum steht hier? Vor über 11 Jahren hat unser Server seinen Ursprung gefunden. Naja, wenn hier 2010 steht, ist er 10 Jahre alt, aber okay. Hier sind Spieler verewigt. Eine falsche Antwort teleportiert dich zurück zum Anfang. Frage 1. MSC ist ein... Hier, Real-Life-Wirtschaftsserver. Was? mcsw.me ist ein deutscher Real-Life-and-Survival-Server. Survival, alles klar. Okay, nächster Spawn. Hier findest du eine Übersicht von Features auf bla bla. Und wieder Armor-Stands. Warum? Heiraten, Lotterie. Meine Kiste ist leer. Shops gibt es, dein Start, Slappy, keine Ahnung, Firmen, oho. Das Serverprinzip, ihr könnt jetzt auf Pause klicken und euch das mal durchlesen, ich mache das nicht. So, dann geht's einmal hier lang, Scoreboard deaktiviert und dein, mit Scoreboard deaktivierst du dein Scoreboard, okay. Ich habe 50 Coins bekommen. Es gibt ein Geldsystem. Cool. Kills, Tode, KD, Coins 150. Gems 1. Coinsystem. Frage 2. Wann kannst du einen Antrag zur Firmenanmeldung stellen? Nach dem Erwerb einer Bürofläche, nach dem Erwerb und Vollausbau einer Bürofläche, sobald ich Bürger geworden bin. Ganz echt, ich muss nochmal zurückgehen und nachgucken. Bürofläche zu kaufen, sobald du deine Bürofläche voll ausgebaut hast. Okay. Es tut mir leid, ich habe in letzter Zeit extremsten Reizhusten, ne? Griefen und Bann. Ja gut, das kennen wir ja von anderen Servern. X-Ray. Fremdwerbung. Spam, das kennen wir ja alles. Ich will dich töten, deswegen nerve ich an deiner Tür. Geil, das ist gut gemacht. Frage 3, wie schreibt man in den Hilfe-Chat? Äh...
Hoho, es war richtig. Eine Ehe kostet 3.500. Scheidung kostet 3.000. Ist die Hochzeit nicht günstiger als eine Scheidung? Ja gut. Also hier werde ich heiraten, wenn die Scheidung günstiger ist. Eigentlich der Mann trägt die Kosten. Alle Eier, die Scheidung auch dabei tragen beide Parteien. Für, das ist gut. Normalerweise trägt meistens der Mann hier. Rechtsklick das Schild, danach ab ins Portal. Yay! Schwert des Neulings. Oh, die haben sogar Dings hier. Namen. So, das ist der Spawn. Winterzeit. Weiterhin, Maul, du Katze. Winterzeit, aber. Ja, das sieht richtig geil aus. Holy, hätte ich nicht gedacht. Geil. Schon wieder eine Muschi. Wo? Da. Tötet die Katzen. Ich hasse so eine Viecher, auch in Minecraft und im Real Life und überall. Wunschbrunnen. Ich möchte 10 Millionen Coins. Hallo? Wo sind meine Coins? Beschiss. Gibt's eine kleine Beschwerde. Adventskalender, wir. Es tut mir leid, den öffnen wir jetzt. Rechts kriegt die Figur. Heute ist der immer noch der 4. Wow. Wow. Warum habe ich hier keine Haare? Ich muss dann mal gucken, warum meine Haare verschwunden sind. So. Hi. Wir gehen wieder zum Spawn, denn ich suche die Bauwelt, die Flat. Nicht die Flatworld, die Farmwelt und. Okay, Grundstücke gibt's hier. Lotterie, Innenstadt, Adventskalender, Weihnachtsmarkt. Ausgeschildert ist schon mal alles, aber wo ist die Farmwelt? Bitteschön. Lotterie. Wunschbrunnen, da waren wir schon. Lotterie. Ja. Innenstadt. Hier gibt's Weihnachtsmärkte. Wenn du dieser Sir Sebastian bist, ja, du hast eine kurze Weihnachtsstange. Glühwein, aber hier gibt's wohl. Kein Essens-Plugin drauf, also gibt es Standard-Vanilla-Essen. Das ist ein bisschen schade, aber kann man nicht ändern. Ich suche jetzt die Farmwelt. Oder allgemein alle Welten, die es gibt. Okay, komm, wir gehen zu den Grundstücken. Welten, Spawn. Oha, wir haben es gefunden. Farmwelt ist der Komorebi am nächsten liegenden Planet. Neta, der Neta ist die Unterwelt von Komorebi. Das End ist die Kehrwelt von Komorebi. Städte. Yasashi, Komorebi, Kakadu. Ach, Nakadori. Orte. Baumarkt. Game Shop, Mall. Portalzentrum. Kurze Frage.
Wo ist das Portalzentrum, was ich angeklickt habe? Hier ist kein Portalzentrum, aber dafür eine Sau, die ich nicht töten kann. Wo verdammt ist das Portalzentrum? Okay, es scheint wohl noch etwas buggy zu sein. Im Portalzentrum findest du neben den Portalen zu Nether und End auch alle Portale. Ja. Muss ich irgendwas dazu sagen? Wir gehen in die Stadt Komorebi, denn... Ernsthaft, das ist er? Denn, wie soll ich sagen? Die Stadt wird hier groß angepriesen, ne? Mit Nether, End und allem Pipapo. Wir gucken uns mal das hier unten an. Nee, weiter gehe ich nicht. Da hat jemand ein Loch gegraben. Slappy. Was? Alles klar. Baustiltechnisch gibt es hier wohl nichts. Also man kann bauen, wie man will. Es gibt... es gibt ein Elevator-Plugin. Geil. Das ist gut. Nice und... ja, top. Aber wie war das mit Flat World? Hier steht doch, wo war's, Grundstückssystem ohne Plotwelt. Wir legen Wert auf eine ausgebaute Welt. Wir möchten keine Flatworlds und Plotwelten. Ne? Erstens, das hier ist ein Plot. Zweitens, das hier ist eine Flatworld und erst hinter der Flatworld geht die normale Default Map los. Stimmt also schon mal gar nicht, was ihr geschrieben habt. Hier ist Standard gebaut. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay. Dann gucken wir uns mal ganz kurz um. Und man kriegt nicht mal Fallschaden. Hier ist aber wieder alles Flatwood technisch gehabt. Also, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich sag mal nix dazu. Ne, ich sag nix dazu, denn das hier sieht mir aus wie World Edit. Und ja. No, genau. So. Hi Teleporter, wir schauen uns die Farmwelt an. Farmwelt ist... Ernsthaft? Was? Ja gut, da hat jemand was gebaut gehabt. Was wieder abgerissen wurde. Die Fooled Map? Okay. Okay, die Pilzlinie ist die Begrenzung. Der Spawn. Geil. Nicht zu groß, nicht zu klein. Top. Ansonsten, was ist hier hinten? Das gehört ja auch noch zur Spawn-Ecke. Ja, gut. Man kann sich nicht beschweren. Es hat den Anschein, als ob hier nicht allzu viele Spieler aktiv sind, denn die Farmwelt an sich scheint noch sehr unberührt zu sein. Großer Vorteil für Leute, die gut farmen gehen. Schade, dass es kein Quest-System gibt, das würde ich mir noch wünschen.
Ansonsten, ich weiß auch nicht, Job Elo Unranked. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Jobtechnisch werden wir uns gleich mal reinlunzen, ob es da was gibt. Learning a new skill. Ah, okay. Ich will wissen, was es gibt, wenn das voll ist. Holzfäller. Und jetzt testen wir noch was anderes. Ja. Man sieht, man kann wieder mehrere Berufe gleichzeitig haben. Was ich persönlich nicht gut heiße, aber... Ja. Jeder Server kann ja machen, wie er es will. Hier will ich jetzt auch noch voll werden. Sammel-Event. Keine Ahnung, was das sein soll. Und? Wow. Wow. So. Ich muss noch ein, zwei Tiere killen, dann habe ich den nächsten Rank-Up vom vierten Beruf. Ja. Farmwelt ist eine Default Map mit einem Pipapo. Ja, so kann man es auch machen, indem man sich im Chat einfach mal verschreibt. Der Nether. Das Netherportal. Warum ist da ein Netherportal? Egal. Nether. Auch wieder klein gehalten, sieht geil aus. Und ja, hier kann ich mich nicht beschweren. Man spawnt in einem geilen Biom. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. what the? Okay. Okay, wo bin ich jetzt? Ja. Ihr seht, ich hätte das Portal vielleicht nicht betreten sollen. Warte mal, was? Das war bestimmt Farming. Kräuterkundler, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hier rausgekommen bin. Ja, was soll ich sagen? Wir gehen zurück zum Spawn. Denn das war alles irgendwie gerade seltsam. Wir gucken uns noch den End an. Kein Enderdrache vorhanden. Auf die Schnelle sehe ich jetzt auch kein Portal ins erweiterte End. Ja, wir gucken uns jetzt mal hier unten noch ganz kurz den Spaß an. Oh, warum ist hier... Ach, hier ist es! Guck einer an! Dann würde ich sagen, Enderperle holen. Ja, keine Enderperle bekommen. Komm. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mit ansehen müsst. Aber ich will das erweiterte End sehen. Ich glaube mal eher, dass Elytras verboten sind.
aber wir gehen da trotzdem rein. Wenn man überhaupt rein kann. Es kann auch sein, dass sie das deaktiviert haben. Okay, wir sind im erweiterten End. Es ist alles freigegeben, so wie es aussieht. Warum auch immer hier eine Chorusfrucht rumlag. Nehmen wir gleich mal ein paar mit, wenn wir schon mal hier sind. Da war auf jeden Fall schon jemand. Jetzt zweifle ich gerade. Es kann sein, dass sogar Elytras auf diesem Server freigegeben sind. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Danke für die Frucht. Und die Flower. Das wäre echt richtig geil. Schalker-Boxen scheinen deaktiviert zu sein. Ist aber kein Problem. Und ich muss sagen, alles im All, wir werden die anderen Städte nicht angucken oder was es hier noch gibt. Hier Baumarkt und die Mall und so. Müssen wir nicht unbedingt angucken. Ihr seht, jetzt sind schon zwei Spieler auf dem Server. Hä? Okay. Ja, der Server ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und ausbaufähig vor allem. Also man kann hieraus sehr viel machen. Die Spawn-Punkte der Welten gefallen mir sehr gut. Ja. Gut, Winterzeit. Ich verstehe es. Bin mal gespannt, wie es dann im Frühjahr aussieht, ob sich das Schloss hier verändern wird. Und ansonsten, Link zur Homepage, zum Server, also die Server-IP gibt es alles in der Videobeschreibung. Und das einzige Makel, es gibt kein Quest-System, das würde ich mir hier wünschen. Und ich wünsche mir NPCs. Weg mit dieser Kacke, stellt NPCs hin. Das frisst weniger Ressourcen vom Server. Ansonsten, ja, gefällt der mir eigentlich top, der Server. Und ja, hier werde ich mich jetzt niederlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt einen Daumen, sag ich schon. Gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar, nee, anders, nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben für den YouTube-Algorithmus. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Ob ihr Interesse habt, dass ich bestimmte Videos euch vorstelle. Wenn ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir werden uns zum nächsten Video sehen. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.